Was glaubt ihr, welche Glocken nächste Woche bei Verbotene Liebe läuten? A, die ba-ba-ba-ba, die Hochzeitsglocken oder B, die wiu-wiu, die Alarmglocken? Hm? Na? Ich helfe euch mal ein bisschen auf die Sprünge mit meinem Clipping. Hm? Marlene schafft es, ihre Zweifel an der Hochzeit mit Tristan zu überwinden. Hast du mit Tristan gesprochen? Es hat sich gestern nicht ergeben. Marlene, wenn du Zweifel hast, ob er der Richtige ist. Er ist der Richtige. Mama hat mir gestern so ein wunderbares Liebesgeständnis gemacht und ich bin ihm so dankbar. Dankbar? Ich kann ihn nicht verlassen. Das schaffe ich nicht. Und wenn ich es heute nicht schaffe, dann schaffe ich es nie. Eine Ehe kann nur funktionieren, wenn beide glücklich sind. Ich weiß. Liebst du ihn? Ja. Und ich bin mir sicher, dass ich mit ihm glücklich werde. Glücklicher als mit Rebecca? Ja. Bist du dir sicher? Selbstverständlich. Selbstverständlich. Und während Marlene sich selbst betuppt, hat ihr Zukünftiger am Tag der Hochzeit eine Begegnung mit Bella. Ja, der Bella. Larissa kann es kaum erwarten, ihren Trumpf gegen Ansgar auszuspielen. Worauf ich gestoßen bin, dürfte nicht nur Sie interessieren, sondern alle Lahnsteins. Tatsächlich. Aber Sie betrifft es am meisten. Na, ich kann es kaum erwarten. Tja, auch eine Gräfin freut sich mal zu früh. Das kann passieren. Zum Beispiel, wenn ihr jemand in den Rücken fällt. Also, schaut's euch an. Montag, 18 Uhr, Verbotene Liebe.